bin Michael Fütterer und ich arbeite bei Thai Global. Thai Global ist ein internationales Gewerkschafterinnennetzwerk mit Aktiven und Gruppen in ganz verschiedenen Ländern. Und ein Bereich unserer Arbeit ist, dass wir den Aufbau von internationaler Solidarität und transnationalen Wertschöpfungsketten unterstützen. Weniger jetzt im Logistik- und Transportsektor, sondern unter anderem in der Bekleidungsindustrie zwischen Einzelhandelsbeschäftigten und den Beschäftigten, die Bekleidung herstellen. Und ich bin hier bei der Reise dabei, aufgrund der Erfahrungen, die wir in dem Netzwerk haben mit dem Aufbau von Gewerkschaftsarbeit in solchen transnationalen Produktionsnetzwerken. Und ja, ich ein bisschen unsere Erfahrung einbringen möchte und versuche, die einzubringen, welche Schwierigkeiten es dabei gibt, welche Potenziale das aber auch hat und wie dadurch auch lokal Kämpfe unterstützt werden können, wenn Gewerkschaften entlang von solchen Wertschöpfungsketten zusammenarbeiten. Also auf der einen Seite fand ich es sehr spannend zu sehen, und das war mir auch gar nicht so bewusst, welche Bedeutung doch die Binnenhäfen haben, also sowohl was den Güterumschlag angeht, aber auch, dass sie eigentlich Logistikzentren sind und diese klassische Hafenarbeit, was man vielleicht auch so ein bisschen damit verbindet und auch so romantische Vorstellungen von Hafen und so hat, dass das unter Umständen gar nicht mehr die Hauptarbeit ist, die dort geleistet wird, sondern eben Logistikdienstleistung, Umschlag von Waren und so weiter. Und dass es gerade irgendwie für gewerkschaftliche Organisierung ein ganz wichtiges Feld ist. Also dass die Betriebsräte der Hafenbetriebe, die die Gelände verwalten, dass die oftmals dann auch gar nicht wissen, was bei ihnen auf dem Gelände eigentlich passiert, welche Unternehmen da sind, wie viele das sind, wie die Beschäftigungsverhältnisse sind. Und da ist doch auffällig, dass sehr stark noch in so einer Betriebslogik gedacht wird und nicht wirklich daran gearbeitet wird, auch betriebsübergreifende Formen der Zusammenarbeit zu bestärken. Ob das jetzt an gemeinsamen Themen ist, wie Arbeitsbelastung, die überall groß ist, oder an neuen Herausforderungen durch Formen der Arbeitsorganisation. Um vielleicht nur zwei Beispiele zu nennen, also genug Anknüpfungsmöglichkeiten für eine Zusammenarbeit gibt es eigentlich. Aber dass das noch nicht so richtig gelingt und doch noch sehr an so einer einzelbetrieblichen Logik festgehalten wird und noch keine richtigen Organisierungsformen gefunden wurden, die den neuen Verhältnissen Rechnung tragen am Hafen.